and wonder, take you into space and lay you under. It's loving embrace, just feel the thunder. As it warms your face, you can't hold back. Just let your love flow like a mountain stream, and let your love grow. Und nun kommt eine Sondereinlage. Für wen? Für? Wo ist die Elohi? Licht auf, Elohi! Das ist die Spezialmusik für Elohi! Müsste ich ja längst am Schreibtisch sitzen. Was? Du sitzt am Schreibtisch? Ja, ich lache auch manchmal drüber. Was soll man machen? Hast du was zum Frühstück da? Ja, ich mach. Nein. Ich mach dir gerne Frühstück. Das brauchst du nicht. Meine Mutter macht. Deine Mutter? Wohnst du denn hier nicht allein? Keine Angst. Die kommt nur rein, wenn ich sie rufe. Mann, das ist ja ein Ding. Also, das ist etwas, darauf bin ich nicht gefasst. Was sagt ihr denn, wenn ich hier bin? Die sieht doch, dass wir hier... Och, das nimmt sie nicht so wichtig. Gleich die zweite Tür links, wenn du rauskommst. Danke. Guten Morgen. Bei mir bist du Shane,
Mensch, das habe ich ja lange nicht im Bett gefrühstückt. Das gefällt mir, dass du mich mitgenommen hast. Was ist? Ist was? Willst du mich heiraten? Heiraten? Du mich? Wenn du nicht willst, dann sag nein. Nein, das sage ich ja gar nicht. Ich habe ja gar nicht nein gesagt. Wie kommst du darauf? Also bin ja völlig von Socken. Also, wenn du willst. Sofort. Herr Dr. Rabes? Ja. Ihr Vater darf jetzt nicht gestört werden. Er hat Medikamente bekommen. Ja. Ich hole Ihnen Dr. Stein. Es ist eine Herzschwäche hinzugekommen. Ein Infarkt? Nein, kein Infarkt. Sein allgemeiner Zustand ist zu ernst. Dass man jeden Moment mit seinem Ableben rechnen muss? Ja. Er hat also keine Chancen mehr. Die Wahrheit, Doktor. Das ist die Wahrheit. Der Autoschlüssel lag da, er passt zu diesem Wagen. MPZ 443. Ja. Dr. Georg Karbes, Kaufmann. Alle Papiere sind da, Geld ist da. Er hat eine Blutspur hinter sich hergezogen. Vielleicht wollte er dem Täter nach. Und der ist da runter, ja, vielleicht finden wir brauchbare Spuren. Wohnt er hier? Ja, also hier steht Bogenhausen. Was kann er hier in der Gegend gemacht haben? Raubüberfall am helllichten Tag. Das glaube ich nicht. Papiere sind da, Geld ist da. Ja, vielleicht ein Racheakt. Vielleicht hat man ihn hier abgepasst. Fangen wir mal bei ihm zu Hause an. Sie werden schon erwartet. Habe ich mit Ihnen telefoniert? Ja. Bitte. Danke. Guten Tag. Polizei hören. Ja, mein Name ist Derek, das ist der Kleine. Guten Tag. Bringen Sie etwas Unerfreuliches? Ja, ich, Frau Rabes. Ist das Ihr Mann? Wie kommen Sie zu seinem Ausweis? Ist etwas passiert? Ein Unfall? Ja. Nein, Ihr Mann ist tot, Frau Rabes. Er ist am Hausensteinweg neben seinem Wagen erschossen worden. Es gibt keine Zeugen. Der Täter hat offenbar im Gebüsch auf Ihren Mann gewartet. Es scheint kein Streit vorangegangen zu sein. Raubüberfall ist beinahe auszuschließen. Ihr Mann ist dem Täter noch nachgelaufen, aber nach 4-5 Metern zusammengebrochen und starb. Entschuldigen Sie bitte. Könnte ich bitte... Kann ich bitte meinen Schwager anrufen? Ja, natürlich.
Uhr? Ist wohl gestern Abend sehr spät geworden, was? Nein, nein, gar nicht. Heute Morgen ist es sehr spät geworden. Und ist das nicht dasselbe? Nein, das ist ganz etwas anderes. Das ist ein riesiger Unterschied. Du, dein Vater hat schon angerufen, ob deine Karte steckt. Ja, schon gut, bin ja jetzt da. Moment mal. Ein Verrückter. Das ist nämlich meine Musik. Wieso deine Musik? Kann ich dir nicht erklären. Mann, bist du ein verrücktes Huhn, Ali. Alfred! Sag mal, was machst du da? Wo kommst du denn her? Du bist nicht zu Hause gewesen. Nein, war ich nicht. Kann ich dich sprechen, Vater? Ja, ja. Bring erst mal das Radio zurück. Heiraten? Du? Ja, ja, Vater. Wie heißt das Mädchen? Yellowhe, das heißt, das ist nicht ihr richtiger Name, sie heißt Annemarie Gelbert, aber alle sagen Yellow, weil man sie immer so ruft. Yellowhe, und jetzt sagt man nur noch Yellowhe. Und dieses Mädchen willst du heiraten? Ja, sie sagt ja, so schnell wie möglich. Vater. Das Mädchen ist eine Riesenschau. Komm mit. Alba Traves? Wer? Meine Schwiegerin. Ja, ja. Ja, ich komme sofort. Mein Mann war im Krankenhaus oder auf dem Weg dorthin. Mein Schwiegervater ist sehr krank seit vielen Wochen. Mein Mann besuchte ihn jeden Morgen. Fuhr er regelmäßig ins Krankenhaus? Immer zur gleichen Zeit? Ja, immer so gegen 9, nachdem er im Werk die Post durchgesehen hatte. Immer gegen 9? Ja, ich glaube ja, wenn er zu Hause war. Könnte das der Täter möglicherweise gewusst haben? Möglich? Womit rechnen Sie denn, mit einem geplanten Mord? Das ist nicht auszuschließen. Wäre so etwas denkbar? Tja, mein Mann war eine sehr autoritäre Persönlichkeit. Ein Mann, der sicherlich in seinem Leben sehr vielen Menschen sehr wehgetan hat. Feinde, wenn Sie danach fragen, die hatte er sicher. Mein Gott, was habe ich gehört? Christine. Ich kann es nicht glauben. Ich bin völlig... Ich weiß gar nicht, wie ich meinen Zustand erklären soll. Georg ist. Die Herren sind von der Polizei. Ja. Guten Tag. Es sieht so aus, als ob du mir was Wichtiges sagen wolltest. Na ja, Mensch, eine tolle Sache. Na ja, kann ich mir schon denken. Du kannst ja gar nichts denken. Yellowhe hat dich mit nach Hause genommen. Ja, ja, hat sie. Aber das ist noch nicht alles.
Sie will mich heiraten. Jetzt bist du fertig, was? Mensch, Ali, das bin ich. Da siehst du mich völlig sprachlos. Ja, ein Ding, was? Hast du deinem Vater schon Bescheid gesagt? Ja, der war völlig von Socken, aber hat dazu noch nichts gesagt, weil da ist was passiert. Na, was sagst du? Ah, da bin ich völlig von Socken, Ali. Also, bis Mittag. Ciao, Ali. Es ist ja auch nicht einfach, heutzutage eine solch große Firma zu führen. Das ist mit Ärger verbunden, mit großem Ärger sogar. Aber doch nicht so, dass man damit Nord auf den Plan rufen könnte. Das ist genau das, was ich auch gesagt habe. Nein, nein, das müssten ja Todfeindschaften sein. Die Ihrer Meinung nach nicht existieren. Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Also der Tod ist Ihr Bruder. Haben Sie noch mehr Geschwister? Nein. Sie arbeiten in der Firma, sind Sie Teilhaber? Die Sache ist so. Das Werk gehört unserem Vater, der im Krankenhaus liegt. Wem das Werk nach dem Ableben des Seniors gehören wird, das wird wohl erst im Testament bestimmt werden. Ist er sehr krank? Ja. Bitte verzeihen Sie jetzt meine Frage. Liegt er im Sterben? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber dass man mit dem Schlimmsten rechnen muss, hat der Arzt schon vor einer Woche gesagt. Ja, danke. Sagen Sie, Ihr Bruder, der hat auch sicher eine Sekretärin, nicht? Ja, Frau Schirmer, seine rechte Hand. Soll ich Sie auf Ihren Besuch vorbereiten? Das wäre wirklich nett von Ihnen. Ja. Dankeschön. Testament ist ein dummes Wort in der Situation. Ja, komisch, nicht? Man spitzt sofort die Ohren. Ja, ich bin Frau Schirmeier. Ich weiß, weswegen Sie gekommen sind. Ich bin angerufen worden. Ich weiß Bescheid. Ich weiß, was passiert ist. Der Inhaber des Werkes ist Kommerzienrat Rabes, nicht? Ja. Er liegt zurzeit im Krankenhaus. Ja, ich weiß. Er hat zwei Söhne. Dr. Rabes und Albert Rabes. Sagen Sie bitte, wer kriegt die Firma? Wer würde sein Nachfolger? Da kam nur eine Anfrage. Dr. Rabes. Oh ja. Und Albert Rabes? Aber auf gar keinen Fall. Der Mann ist doch überhaupt nicht qualifiziert. Entschuldigen Sie bitte. Ich gebe nur das weiter, was mein Chef mir selber gesagt hat. Darf man mal reinkommen oder stören wir? Nein, kommen Sie nur, wir sind fertig. Tag. 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 Und? Konnten Sie irgendwelche Informationen geben? Keine besonderen, nein. Schade. Sie waren eine Hoffnung. Irgendwie dachte ich bei dem Kontakt, den mein Bruder zu Frau Schirmeier hatte, vielleicht sind irgendwelche Anrufe gekommen. Oder Drohbriefe? Nein. Ich beneide Sie nicht um Ihre Aufgabe. Alles ist so undurchsichtig. Nicht erklärbar. Einfach rätselhaft. Was wollen Sie denn da? Sie wollen sich an seinen Schreibtisch setzen? Ja, das will ich. Haben Sie Ihre Empörung gesehen? Als ob es eine Majestätsbeleidigung wäre, dass ich mich hier an diesen Schreibtisch setze.
Mein Bruder hatte bestimmte Gewohnheiten. Eine gewisse Ordnung einzuhalten, die eingehalten werden musste. Auf den Zentimeter eingehalten werden musste. Was ich persönlich lächerlich finde. Alfred? Das ist mein Sohn Alfred. Mhm. Wo möchtest du sitzen? Ich stell dir den Schreibtisch hin, wohin du willst. Vielleicht zu Frau Schirmer ins Zimmer. Lass doch dein Mofa stehen. Ich möchte nicht, dass du mit dem Ding herumfährst. Komm, steig ein. Nein, Vater, ich hab noch was vor. Ich werde dafür sorgen, dass du einen Wagen bekommst. Ja, ist gut. Nein. Jetzt weiß ich erst, was los ist. Ja, mit meinem Onkel. Ding was? Aber die Treppe bist du ganz schön raufgefallen. Ja. Ich muss jetzt los, Benoccia. Zu Yellow Hay. Ja, dann will ich dich nicht aufhalten. Komm doch her. Ich hab den ganzen Tag dran gedacht. Woran hast du gedacht? Was du gesagt hast. Was hab ich denn gesagt? Dass du mich heiraten willst, hast du gesagt. Wann war denn das? Heute Morgen war das. Ja und? Du bist gut. Ich hab schon mit meinem Vater gesprochen. Von mir aus ist alles klar. Warum stotterst du bloß immer? Keine Ahnung. Das war schon immer so. Geht das nicht weg? Mich stört's nicht. Hat man mehr Zeit zu überlegen, was man sagt. Das ist ein Vorteil. Wenn man das so sieht. So seh ich's. Also gehen wir noch einmal alle Punkte durch. Punkt 1, Albert Raves. Gewinnst durch den Tod seines Bruders am meisten? War ein Mann ohne Erfolg, ohne Einfluss, ohne Macht. Was sich jetzt plötzlich alles geändert hat. Jetzt sitzt er auf dem Platz seines Bruders. Punkt 2, Frau Raves. Sie hat einen Mann verloren, der für sie nichts mehr empfand. Aber sie erbt nicht die Hälfte seines Vermögens. Er hatte ja Gütertrennung. Dann war der Tod ihres Mannes für sie ein schlechtes Geschäft. Da fragen wir uns, wie sie daraus ein Gutes machen kann. Und wenn sie mit ihrem Schwager Albert Raves gemeinsame Sache gemacht hat? Das hört sich nicht schlecht an. Es wäre schon denkbar, dass sie die Mörderin ist. Herr Derrick, guten Morgen. Guten Morgen, Frau Raves. Ich störe sicher etwas. Aber keineswegs, keineswegs, bitte. Nein. Da fuhr gerade ein Wagen weg. Habe ich das richtig gesehen, Herr Albert Raves? Ja, er ist hier eingezogen. Ich habe ihn darum gebeten. Erstens fürchte ich mich, in diesem Riesenhaus allein zu sein. Und zweitens ist das das Haus seiner Eltern. Er war hier immer zu Hause. Wie ist der Vorname, Frau Raves? Meiner? Mhm. Christine. Sind Sie auf ihn angewiesen? Bitte, wie meinen Sie das jetzt? Nun, ich meine, das Familienerbe wird ihm zufallen, nicht wahr? Natürlich, natürlich nicht mehr. Ja, deswegen frage ich, sind Sie auf Ihren Schwager angewiesen? Nein. Ich meine, das Problem stellt sich gar nicht, weil wir uns sehr gut verstehen. Sie werden verstehen, dass ich in einem solchen Fall ganz private Recherchen anstellen muss. Selbstverständlich. Bitte. Sie verstanden sich nicht sehr gut mit Ihrem Mann, nicht wahr? Nein. Das ist kein Geheimnis. Er hat auch keins daraus gemacht. Er hatte ein Verhältnis mit seiner Sekretärin.
Spielt das in Ihren Überlegungen irgendeine Rolle? Lassen Sie mich einmal ganz direkt fragen. Wo waren Sie zur Mordzeit? Ich bitte um Entschuldigung. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, das ist eine selbstverständliche Frage. Ich hätte mich gewundert, wenn Sie sie nicht gestellt hätten. Einen Augenblick. Liesl? Liesl! Es wird gefragt, wo ich gewesen bin, als mein Mann getötet wurde. Welche genaue Uhrzeit? 9:30 morgens. Also bitte, wo war ich um diese Zeit? Hier im Haus. Bin ich zu irgendeinem anderen Zeitpunkt aus dem Haus gegangen? Nein, Sie waren den ganzen Vormittag im Hause, bis angerufen wurde. Brauchen Sie das schriftlich? Soll ich was unterschreiben? Vielleicht komme ich darauf zurück, ja. Kann's gehen, danke. Fühlen Sie sich nicht unbehaglich. Ich habe diese Frage erwartet. Ich habe meinen Mann nicht erschossen. Für mich ist das Ganze genauso rätselhaft wie für Sie. Aber ich muss mich halt damit abfinden. Was ich auch tue. Noch eine Frage? Nein. Ja, vielleicht eine. Ihr Schwager hat die Leitung der Firma übernommen. Ja? Kann er das? Zweifeln Sie seine Qualifikation an? Ich weiß selber nicht, wie weit seine Fähigkeiten reichen, aber ich habe mich jedenfalls angeboten, ihm zu helfen. Das ist unter anderem einer der Gründe, warum er hier wohnt, weil er sich gegen sehr viele Bedenken wehren muss, die ich ihm helfe, zu vertreiben. Danke. Ach, übrigens, ich fühle mich gar nicht so unbehaglich. Aber das ist es doch. Ja, können Sie bitte. Sie macht sich unentbehrlich, bis er ohne Sie auch nicht mehr das Geringste unternehmen kann. Und über ihn reißt er sich dann alles unter den Nagel. Ja, ist die Überlegung so falsch? Nein, sie leuchtet ein. Sie ist doch eine kluge Frau, oder? Ja, das ist sie. Klüger als Ihr Schwager? Ganz sicher sogar. Harry, das sind alles Überlegungen. Aber der eigentlichen Frage sind wir keinen Schritt näher gekommen. Wer hat Dr. Rabes erschossen? Es muss doch einen Mörder geben. Jemand, der gewartet hat, der die Pistole gehoben hat und der abgedrückt hat. Psst. Mann, Entschuldigung, das ist mein Großvater. Lass mich mal kurz rein. Ja, bitte, ich habe eine Familienangelegenheit mit den zu besprechen. Die ist ja wichtig. Aber hören Sie, ich kann Sie nicht zu ihm lassen. Mann, ich muss ihm doch jemanden vorstellen. Ich will heiraten. Bitte. Lassen Sie mal bloß die Tür auf. Wir gehen ja gar nicht rein. Aber Sie dürfen kein Wort mit ihm sprechen. Guten Abend. Dürfen wir hereinkommen? Ja, bitte. Danke. So, mein Schatz, lass jetzt alles liegen. Wir machen nachher weiter, ne? Gehst nach nebenan. Nimm dein Bärle mit. So. Sag schön gute Nacht. Gute Nacht.
Schlaf gut. Danke. Und dir auch, Lu. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Schatz. Bis nachher. Ach, ich habe eine Bitte an Sie. Können wir leise sprechen? Sie wollen doch mit mir über den Mordfall reden. Und meine Tochter weiß noch nicht, dass Dr. Rabes tot ist. Daher, ja. Frau Schirmeier, es liegt in der Natur meines Berufes, dass ich unentwegt Fragen stellen muss. Viele sind nicht einmal taktvoll. Sie waren die Geliebte Ihres Chefs, nicht wahr? Das ist nicht die richtige Bezeichnung. Die gibt nur einen Aspekt wieder und nicht die volle Wahrheit. Was ist die volle Wahrheit? Die Wahrheit ist, es war eine wunderbare Freundschaft. Einfach ideal in jeder Beziehung. Wir haben uns immer verstanden. Wollten Sie ihn heiraten? Aber nein, auf keinen Fall. Wir akzeptierten die Gegebenheiten. Außerdem, ich bin verheiratet. Ich lebe allerdings seit Jahren von meinem Mann getrennt. Hat Frau Rabes von dieser Verbindung gewusst? Aber ja, natürlich hat sie davon gewusst. Und ich nehme an, sie war es auch, die sie hergeschickt hat. Moment mal, jetzt verstehen wir uns mal richtig. Es geht hier nicht um erlaubte oder unerlaubte Beziehungen. Ich bin kein moralisierender Spießer. Nein, Sie haben einen Mörder zu suchen. Ja, ja. Wer ist da? Marco! Ich kann jetzt nicht. Ich habe Besuch. Besuch, Marco! Da ist ja noch einer. Und ich dachte, du lügst. Gestatten, Schirmeier? Schirmeier? Schirmeier. Derek, das ist der Kleine. Ah ja, ich hab den Verdienen mitgebracht. Ja. Ah, Derek. Klar. Die Herren sind von der Polizei. Polizei? Hast du Probleme, oder? Haben Sie rausgefunden, dass meine Frau die Geliebte von Herrn Dr. Rares war? Du hast doch keine Schwierigkeiten. Nein, ich habe keine Schwierigkeiten. Warum sind Sie hier? Warum bin ich? Sie sind gut. Ja, ich bin prima. Also, Sie leben noch getrennt von Ihrer Frau. Ja. Aber nachdem jetzt meine Frau auf so tragische Weise ihren Geliebten verloren hat, hat sie doch ein bisschen recht auf ein bisschen Zuspruch. Deshalb bin ich hier. Auch immer noch unerwünscht. Hier haben wir ihn ja, Werner Schirmeier, mehrfach vorbestraft wegen Körperverletzung, Gewalttätigkeit, unberechtigten Waffenbesitz. Da könnten sich ja die Interessen zwischen ihm und Frau Rabes durchaus ergänzt haben. Ja, Junge? Weißt du, es ist nämlich so, ich bin gerade dabei zu heiraten. Ja, ja, jetzt zum Standesamt. Komm doch, das wäre das Größte, ehrlich, Vater. In einer halben Stunde. Ali, hey, komm doch. Was ist los? Tschüss. Ist das ein glücklicher Tag? Wahnsinn. Er hat's mir gesagt. Ich dachte, er tut's nicht. Ich hab's nicht ernst genommen, als er mir sagte, wir hängen doch schon seit einer Woche im Kasten. Wo ist er jetzt? Er fährt gerade zum Standesamt. Du Trottel. Mal,
Sie sind doch der Vater. Ist es passiert? Ja, es ist passiert. Haben Sie Ali jemals so glücklich gesehen? Das ist sie. Sagen Sie bloß nicht, sie gefällt Ihnen nicht. Na, umarm deinen Schwiegervater doch mal. Das ist für Sie. Ich gratuliere. Und ich sage dir, es gibt eine Verbindung zwischen Frau Rabes und dem Schiermeier. Sie war die Auftraggeberin und die hat geschossen. Müssen wir nur noch einen Staatsanwalt davon überzeugen. Aber Harry, der Verdacht ist doch viel zu weit hergeholt. Daraufhin kann der Staatsanwalt gar nichts anordnen. Aber wenn es uns gelänge, den Nachweis zu erbringen, dass Schiermeier und Frau Rabes sich kennen. Wir müssen das machen, sie wird leugnen. Vielleicht erfahren wir etwas von Rabes. Ich meine, er ist ja nicht der geschickteste einer. Oder von seinem Sohn. Sein Sohn? Sein Sohn spielt doch überhaupt keine Rolle. Aber vielleicht hat er Schiermeier zusammen mit seiner Tante gesehen. Vielleicht erfahren wir etwas von ihm, gerade weil er die Zusammenhänge nicht kennt. By me, Mr. Shane, please let me explain. By me, Mr. Shane means that your friend. By me, wirklich, ihr beiden. Mr. Shane, ja. Again, I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even say from the bar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain. Sieht so aus, als ob Sie jemanden suchen. Ich suche den jungen Rabes. Ich glaube, Alfred heißt er. Feiert hier seine Hochzeit. Ah, ja. Was wollen Sie von ihm? Wollen Sie mitfeiern? Dann nehmen Sie Platz. Wir haben fast ein halbes Schwein gegrillt. Danke, ist sehr nett von Ihnen. Wer sind Sie? Wer sind Sie denn? Kriminalpolizei. Habe ich mir fast gedacht. Mein Name ist Benoccia. Ich bin ein Freund von Ali. Mhm. Wir haben zusammen gearbeitet, in der Packerei. Die Heirat ist ziemlich plötzlich gekommen, nicht? Sie sind aufeinander zugefahren wie D-Züge. Ali wollte ums Verrecken nicht warten. Sein Vater hat aber vorher nicht gefragt. Muss er? Naja. Hat er kein gutes Verhältnis zu seinem Vater? Kein gutes, kein schlechtes. Wissen Sie, für Ali gibt's nicht gut und schlecht. Es gibt Leute, die sagen, er hat eine Macke. Ah ja. Bekloppt ist er nicht, das habe ich nicht gesagt. Aber einen kleinen Schlag hat er. Sind Sie immer noch wegen seinem Onkel unterwegs? Wegen dem Chef, den Sie abgeknallt haben? Was wollen Sie denn hier und von Ali? Wie gut sind Sie denn mit Ali befreundet? Ich bin sein bester Freund, sein Trauzeuge. Einen besseren Freund hat er nicht. Sind Sie oft mit ihm zusammen? Immer. Also jeden Tag. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Das ist ja ein Polizeifoto. Wer soll das denn sein? Ja, das wollten wir eigentlich von Ihnen wissen. Nein, kenne ich nicht. Wäre Ihnen denn damit geholfen, wenn ich den kennen würde? Ich meine, fragen Sie im Zusammenhang wegen Ali. Ja, den kenne ich. Das ist Schirmeier. Woher kennen Sie ihn? Oh, weil der war mal bei uns zu Hause. Hat sich beschwert, weil seine Frau ein Verhältnis mit dem Onkel hatte, nicht? Ja. Was wollte denn von Ihrem Vater? Ich glaube, er wollte Geld. Hat er es bekommen? Weiß nicht. Mein Vater hat ihn rausgeschmissen. Wann war denn das? Oh, so ungefähr ein Vierteljahr. Aha. Sagen Sie, haben Sie diesen Mann, haben Sie ihn mal bei Ihrer Tante gesehen? Darf ich Ihnen wenigstens etwas zu trinken anbieten? Ja. Danke. Sie sind wirklich sehr nett von mir. Meine Tante, nee. Der war bei uns zu Hause. Danke, Sie haben uns sehr geholfen. Ja, ich gratuliere recht herzlich. Ist das Ihre Frau?
Ja, ja, das ist sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wie heißen Sie? Hello, hey. He? Nein, hey. Oh, hi. Das sind aber nette Polizisten. Dürfen wir stören? Ja, kommen Sie doch rein. Komm doch rein. Ja, bitte nehmen Sie Platz, da oder dort. Danke. Natürlich habe ich Zeit für Sie. Obwohl, sehen Sie sich meinen Schreibtisch an. Da liegt eine Menge Arbeit, Vorgänge, nichts als Vorgänge. Ich muss mich da erst mal einarbeiten. Da kann Ihnen doch sicher Frau Schirmeier helfen. Sie haben sie doch noch, oder? Nein. Sie ist... Sie wollte... Ich habe sie in eine andere Abteilung versetzt. Ach, nanu, warum denn das? Ja, weil... Sie wissen doch, dass sie die Geliebte meines Bruders war. Ich mochte nicht, wollte sie nicht in meinem Vorzimmer haben. Sie hätten sehen müssen, wie die Frau mich ansah. Sagte kein Wort, war immer sehr höflich. Aber die Blicke, die hätten sie sehen müssen. Nein? Ich habe sie in die Personalabteilung versetzt. Kennen Sie Ihren Mann? Herrn Schirmeier? Ja. Ich habe den Mann mal kennengelernt. Er war mal bei Ihnen, privat. Was wollte er von Ihnen? Was er wollte. Wie kommen Sie denn plötzlich auf Schirmeier? Soll ich jetzt erst Ihre Frage beantworten oder beantworten Sie erst meine? Was er wollte, wissen Sie... Ein ganz unangenehmer Typ. Machte mir Vorhaltung, mir, weil mein Bruder mit seiner Frau ein Verhältnis habe. Ich habe ihm gesagt, ich habe nichts damit zu tun, da müssen Sie schon zu meinem Bruder gehen. Oder glauben Sie, ich habe irgendeinen Einfluss auf meinen Bruder? Moment. Er muss doch ganz konkret etwas von Ihnen gewollt haben. Ja, ja, der Mann verlangte Geld. Mit welcher Begründung denn? Er habe von seiner Frau gelebt. Sie habe zu seinem Lebensunterhalt beigetragen. Eine ganz windige Begründung, die gar nicht logisch war, reiner Vorwand. Irgendwelche Drohungen? Er würde sich an die Presse wenden. Ach, an die Presse? Hat er Ihren Bruder physisch bedroht? Ja, ja, auch das. Wie drückte er sich aus? Er würde ihm einen Denkzettel verpassen. Das ist doch eine handfeste Drohung. Warum haben Sie das nicht gesagt? Ich habe Sie gefragt, ob Ihr Bruder bedroht worden sei. Ja, ja, ich weiß, aber ich habe es doch nicht ernst genommen. Sie haben ihm also kein Geld gegeben. Aber nein! Hat Schirmeier... War er mal bei Ihrer Schwägerin? Da bin ich überfragt. Sie wissen es nicht genau? Nein. Aber es wäre durchaus möglich. Da müssen Sie sich selber fragen. Herr Schirmeier? Ich weiß, dass es ihn gibt. Wollten Sie das wissen? War er mal hier? Behauptet er das? Frau Raves, wir fragen Sie jetzt. Ich glaube, er war einmal an der Tür. Mein Mädchen hat mir davon berichtet. Ich hatte gesagt, sie soll ihn wegschicken. Er wollte Sie jedenfalls sprechen. Haben Sie eine Vermutung, aus welchem Grund? Nein, nicht die geringste. Waren Sie gar nicht neugierig, was er wollte? Ich meine, immerhin ist er der Ehemann der Geliebten Ihres Mannes. Nein. Meditierst du? Ich versuche mal, alles zu vergessen, in was wir uns da vielleicht bisher verrannt haben könnten. Die ganze Sache kann natürlich auch völlig andere Gründe haben. Sag mir welche. Ja, wenigstens die Richtung. Da fragst du mich zu viel.
Dann will ich dich mal ein bisschen trösten. So schlecht war nämlich die alte Richtung gar nicht, in die wir gedacht haben. Schirmeier wirft mit dem Geld um sich. Tut er das? Ja. Und ich bleibe dabei, dass er damit was zu tun hat. Und ich glaube, dass wir jetzt auch den Staatsanwalt davon überzeugen können. Fein, dann versuch das mal. Du machst mich noch schwach, Ali. Mann, Ali. Oh, das ist ja eine Show, das Haus. Findest du? Ist das dein Klavier? Ja, ja, das ist meins. Ich wollte schon immer gern Klavier spielen können. Aber die hatten bei uns zu Hause keinen Nerv dafür. Kannst ja lernen jetzt. Mensch, doch jetzt nicht mehr. Kannst doch machen. Benoccia hat recht. Jetzt kannst du alles machen. Klavier spielen ist das Wenigste. Willst du das Haus sehen? Komm, ich zeig dir die Zimmer. Wie heißt der junge Freund von uns, der... Alfred. Alf, natürlich Alfred, ja. Aber wir sagen alle nur Ali. Ja, und wie heißt noch seine Frau? Yellow Hay. Yellow He. Yellow Hay. Was ist das, ein Name oder was? Spitzname. Ah ja. Wo ist denn unser junges Paar? Machen gerade eine Hausbesichtigung. Darf ich Ihnen auch etwas anbieten? Danke, nein. Wohnen Sie auch hier? Ich? Ja. Nein, nein. Die Frage ist eigentlich gar nicht so schlecht. Platz haben die hier. Eine Menge Platz. Ich kann ja Ali mal fragen. Vielleicht sagt er ja. Dann bin ich fein raus. Ja. Sagen Sie, wie lange kennen Sie Ali schon? 6 Jahre. Dann können Sie ihn ja wie Ihre Westentasche. Was ist mit ihm los? Ali? Ja, Sie haben neulich gesagt, er hat eine Macke. Sagen Sie bloß nicht, dass Sie deswegen vorbeigekommen doch, sind. Doch, deswegen. Mann, das habe ich doch nur so gesagt. Ist er nicht richtig im Kopf? Ali? Ali ist ganz in Ordnung. Ja, gut, aber er ist ja nicht der Klügste, nicht? Nee, das ist er nicht. Wie kann man das sagen? Mann, fragen Sie mich doch nicht. Ist er vielleicht, vielleicht ein bisschen einfältig? Ja, das ist der richtige Ausdruck. Er ist ein prima Junge. Aber es gibt da etwas, was er nicht mit Löffeln gefressen hat. Die Weisheit. Ja, die Weisheit. Wer hat die schon mit Löffeln gefressen? Ja, aber wenn Sie mich fragen, die haben es sowieso besser im Leben. Naja. Jetzt dürfen wir da nicht mehr stören, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Benoccia Bertram haben wir nicht. Wie kommst du denn gerade auf die? Ich weiß nicht. Das stinkt mir. Sein Verhältnis zu dem Jungen stinkt mir. Die ganze Heirat stinkt mir. Das sind doch keine Gründe. Stell mal fest, wo dieser Benoccia wohnt. Weißt du, der ist da in einem fremden Haus und der geht da herum, als ob es sein eigenes wäre. Ja, das ist der richtige Ausdruck.
verheiratet, erfährt er sowas wie einen Triumph. Ja, was für ein Triumph? Ich gebe dir nur den Eindruck wieder, den ich hatte. Es ist ziemlich dürftig, ich weiß. Kümmere dich um Venoccia, Ari. Schau ihn dir an. Schau ihn dir genau an. Hallo? Wer ist es denn? Mein Vater? Nein, Venoccia. Der Tag, Venoccia. Mann, das ist vielleicht ein Ding, verheiratet zu sein. Also, ich kann dir sagen. Ja, ich fahre jetzt los. Also, tschüss. Ich muss jetzt los. Ich rufe mal zwischendurch an. Tschüss. Tschüss. Der ist völlig von den Socken, was? Ja, das ist er. Okay, okay. Ja. Man doch jetzt nicht. Was sagst du denn dazu? Das Haus. Hast du das Haus gesehen? Im Garten. Warst du auch im Garten? Ja, kenne ich doch alles. Den Swimmingpool. Ach, wir haben geschwommen heute Morgen. Hast du schon gefrühstückt? Du wolltest, dass ich mich um Venoccia kümmere. War ein paar Sachen verwickelt. Bisschen Rauschgifthandel, bisschen Hehlerei, es reicht aber nie zur Verurteilung. Aber er hat seit Jahren Verhältnis mit Yellow Hay. Wo wohnt er? Heimhauser Straße. Bei Frau Richter. Frau Richter? Ja, bitte. Kriminalpolizei, ist Herr Venoccia da? Kommen Sie doch bitte rein. Danke. Herr Venoccia? Vielleicht ist er weggegangen und hat vergessen, das Ding abzustellen. Er lässt nie das Licht an, auch nicht das Radio. Und er sagt mir, wenn er weggeht. Ah. Herr Venoccia! Ich verstehe das nicht. Vielleicht ist er noch runtergegangen. Dann muss er auf Zehenspitzen geschlichen sein. Denn ich höre, wenn einer kommt oder geht. Schon in Ordnung, Frau Richter, ich melde mich wieder. Ja, vielen Dank. Derek? Ich versuche schon die ganze Zeit, dich zu erreichen. Mord, Stefan. Albert Raves ist erschossen worden. Vor dem Haus seiner Schwägerin. Ja, du kannst mich schwer verstehen. Aus der Dunkelheit herausgeschossen. Nein? Keine Spur.
Hörst du mich? Ja. Ja, ich höre. Kommst du her? Wann kannst du denn hier sein? Jetzt hör mir mal zu, Harry. Beantworte mir eine Frage. Wer erbt jetzt? Wem fällt alles zu? Na, antworte. Dem jungen Raves, Alfred Raves. Und wem noch? Ja, wieso wem noch? Seine Frau natürlich. Na, du meinst, Benoccia könnte dahinter stecken? Menschenskind Stefan. Ja, Benoccia. Wird dir jetzt alles klar? Hallo. Nehmen Sie die Hände hoch und drehen Sie sich um. Tun Sie, was ich Ihnen sage. Stützen Sie die Handflächen gegen die Tür. Rabes wurde erschossen, gleiches Kaliber. Albert Rabes wurde erschossen. Vor kurzem abgefeuert. Den Rest besorgen unsere Ballistiker, sie sind festgenommen.